Aus dem Eigentum an Lebensmitteln resultiert bei uns bisher nicht die Pflicht, sie vor der Verschwendung zu bewahren. Vielmehr hat der Supermarkt das Recht, sie exakt so zu entsorgen, wie es der Marktleitung beliebt. Und wird dabei sogar vom Strafrecht geschützt. Guten Tag, mein Name ist Matthias Amador. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bucerius Law School und erstelle hier die strafrechtlichen Fälle unseres digitalen Fallbuchs. Ist Containern strafbar? In den meisten Fällen ja. Wer containert, also abgelaufene, aber noch genießbare Lebensmittel aus den Abfallcontainern von Supermärkten mitnimmt, setzt sich einem ernstzunehmenden Strafbarkeitsrisiko aus. Zwei Studentinnen aus Bayern wurden wegen Diebstahls schuldig gesprochen, nachdem sie von der Polizei beim Containern aufgegriffen wurden. Diesen Schuldspruch hat nun das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Um die Entscheidungen der Gerichte nachvollziehen zu können, müssen wir kurz einen Sprung in die Eigentumsdogmatik wagen. Damit ein Verhalten als Diebstahl strafbar sein kann, muss die weggenommene Sache im Eigentum einer anderen Person stehen, für die Täterinnen also fremd sein. Sogenannte herrenlose Sachen, wie etwa die Zeitung, die Zugpassagiere beim Aussteigen für andere an ihrem Sitzplatz liegen lassen, kann man nicht mehr stehlen. Man kann sich nun, anders als die beiden bayerischen Gerichte im Instanzenzug, durchaus auf den Standpunkt stellen, dass es sich beim Containergut um solche herrenlosen Sachen handelt. Das Recht gibt natürlich Regeln vor, nachdem sich beurteilt, ob eine Sache herrenlos wird. Allerdings hält es hierfür nur ein sehr vages Kriterium bereit. Es kommt eigentlich nur auf den Willen des Eigentümers an, auf das Eigentum zu verzichten. Und um zu erkunden, ob dieser Wille vorliegt, beurteilt ein Gericht, ob ein solcher Wille durch das Wegwerfverhalten äußerlich erkennbar geworden ist. Es wird also Verhalten interpretiert. Und häufig sind dabei verschiedene Interpretationen möglich. Nähern wir uns mit weiteren Situationen unserem Containerfall an. Wer Sperrmüll am Abend vor der Abholung auf die Straße stellt, dem unterstellen die Gerichte in der Regel einen Verzichtswillen am Eigentum. Anders dagegen ist es bei Kleiderspenden, die zur Abholung durch eine karitative Einrichtung vor die Haustür gestellt werden. Hier geht es den Spendern ja gerade darum, dass das Eigentum nur an die Hilfsorganisation übertragen werden soll. Wo liegt nun unser Containerfall? Den beiden bayerischen Gerichten zufolge ähnelt das Containern kurioserweise eher dem strafbaren Mitnehmen von Kleiderspenden als dem straflosen Mitnehmen von Sperrmüll. Kurios ist das, weil die Kleiderspenden ja gerade weiterverwertet werden sollen, die Lebensmittel beim Containern aber nicht. Ein Indiz, das gegen einen Eigentumsverzicht spreche, sei die Tatsache, dass der Container ja verschlossen wurde. Aus diesem Umstand könnte man aber auch nur schließen, dass der Supermarkt vermeiden möchte, dass andere kostenlos ihren Müll im Container entsorgen. Und für jedes andere Indiz, das für die Strafbarkeit des Verhaltens angeführt wird, konnte in der Strafrechtswissenschaft schon eine plausible, gegenteilige Interpretation vorgeschlagen werden. Schon bevor man also verfassungsrechtliche Aspekte in die Auslegung einbezieht, sprechen wirklich gute Gründe dafür, dass die bayerischen Gerichte hier keine überzeugende Entscheidung gefällt haben. Wie hat sich das Bundesverfassungsgericht zu diesem Fall positioniert? Das Verfassungsgericht hat im deutschen Recht eine zurückgezogene Rolle, vor allem im Strafrecht. Selbst wenn das Gericht die eben geschilderte Rechtsauffassung geteilt hätte, dass Containergut herrenlos ist und nicht mehr gestohlen werden kann, hätte es das Urteil insofern nicht abändern können. Das Verfassungsgericht hat aber die Macht, Urteile aufzuheben, wenn sie im Widerspruch mit den fundamentalen Prinzipien unseres Rechts der Verfassung stehen. Ein solches Prinzip ist das sogenannte Ultima Ratio-Prinzip. Strafe als das einschneidendste staatliche Instrument soll das äußerste Mittel sein und nur in Fällen besonders schweren Fehlverhaltens eingreifen. Denken Sie daran, dass Strafzettel, die Sie fürs Falschparken bekommen, eigentlich nicht aus dem Strafrecht stammen, sondern dem Ordnungswidrigkeitenrecht.
damit ein echtes Strafverfahren mit all seinen Belastungen für die Beschuldigten angemessen ist, muss mehr Unrecht in einer Tat stecken. Mit den Worten des Verfassungsgerichts darf Strafrecht nur dort eingesetzt werden, wo ein bestimmtes Verhalten in besonderer Weise sozialschädlich und für das geordnete Zusammenleben der Menschen unerträglich ist. Wie haben die beiden Studentinnen unser Zusammenleben nun gestört? Sie haben Lebensmittel, die ausschließlich dazu bestimmt waren, professionell entsorgt zu werden, an sich genommen. Der einzige Schaden des Supermarkts ist hier, dass sein Eigentum nicht auf genau dem Wege entsorgt wird, den die Marktleitung vorgesehen hat. Und doch haben nun drei Gerichte geurteilt, dass Containern strafbar, das heißt in besonderer Weise sozialschädlich ist. Hinter dieser befremdlichen Wertung steckt der umfassende, ja geradezu entgrenzte Eigentumsschutz, der noch zum Fundament unseres Rechtssystems gehört. Politik und Recht stellen sich immer wieder, oft auf wirtschaftliche Motive gestützt, schützend vor dieses weite Eigentumsverständnis. Eigentum verpflichtet ist aber nicht nur eine Redensart, es steht genauso in Artikel 14 Grundgesetz. Im französischen Recht wird dieser Gedanke ernster genommen. Dort erhalten Unternehmen Bußgelder, wenn sie alte Lebensmittel entsorgen, statt sie an eine Hilfsorganisation zu spenden. Das Eigentumsrecht an Lebensmitteln wird also an die Pflicht geknüpft, dafür zu sorgen, dass sie nicht verschwendet werden. Unser Recht, also das Zusammenspiel aus Gesetzgebung und Gerichten, hat sich für die gegenteilige Lösung entschieden. Aus dem Eigentum an Lebensmitteln resultiert bei uns bisher nicht die Pflicht, sie vor der Verschwendung zu bewahren. Vielmehr hat der Supermarkt das Recht, sie exakt so zu entsorgen, wie es der Marktleitung beliebt. Und wird dabei sogar vom Strafrecht geschützt. Mir persönlich ist diese Wertung ein Rätsel. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass hier noch ein weiteres Verfassungsgut eine Rolle spielen sollte. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen aus Artikel 20a Grundgesetz. Kaum ein modernes Phänomen ist so umweltschädlich und gleichzeitig so vermeidbar wie Lebensmittelverschwendung. Hier werden zwischen 6% und 11% der globalen Treibhausemissionen zugeschrieben. Und auch wenn jedes gerettete Lebensmittel nur ein winziger Beitrag im Kampf gegen dieses Problem ist, sollte Artikel 20a Grundgesetz in unserem Fall zumindest eine Rolle spielen. Im Urteil des Bayerischen Oberlandesgerichts wird diese Norm aber nicht einmal erwähnt. Was bedeuten die Entscheidungen für politischen Aktivismus im Klimakontext? Die Rechtsfragen um politischen Aktivismus drehen sich meist um eine Vorschrift, die in den Containerurteilen nicht aufgegriffen wurde. Der rechtfertigende Notstand nach § 34 StGB. Nach dieser Norm können grundsätzlich verbotene Verhaltensweisen ausnahmsweise erlaubt sein, wenn sie dazu dienen, eine gegenwärtige Gefahr von Menschen abzuwenden. Bei der Auslegung, was hier als gegenwärtige Gefahr gilt, bietet das Recht eine gewisse Flexibilität. Lebensmittelverschwendung ist bisher aber nicht als Gefahr für den Menschen im Sinne dieser Vorschrift anerkannt. Und die Gesundheitsrisiken, die die zugrunde liegende Gefahr, die Klimakrise, mit sich bringen wird, liegen aus deutscher Perspektive noch zu weit in der Zukunft, als dass das Strafrecht sie als gegenwärtig anerkennen würde. Die Strafrechtswissenschaft und Praxis auf die modernen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts abzustimmen, ist eine schwierige, aber unabdingbare Aufgabe. Modernisierungsansätze müssen sich in das komplexe Gefüge bestehender Rechtsdogmatik einfügen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Welche Lösungsansätze entwickelt werden, hängt, wie fast alle Rechtsfragen, von rechtlichen und politischen Prioritäten und Vorstellungen ab. Auch die Gerichte werden in diesem Entwicklungsprozess eine wichtige Rolle spielen. Es wird sich zeigen, ob sie im Zweifel lieber an etablierten Grundsätzen festhalten oder neue Wege im Rahmen ihrer Auslegungskompetenz gehen. Das Oberlandesgericht Naumburg hat beispielsweise schon in zwei Aktivismusprozessen den rechtfertigenden Notstand zugunsten der Angeklagten angewandt. Im Sinne der Gewaltenteilung zentral ist aber natürlich die Rolle des Parlaments als Gesetzgebungsorgan.
Solange hier aber nur Konzepte vorliegen, die wissenschaftlich nachweislich nicht ausreichen, um die Klimakrise abzuwenden, sollten die Strafgerichte vorsichtig abwägen, welche Botschaft sie mit Strafurteilen senden. Wenn Sie, AktivistInnen, mit berechtigten Anliegen attestieren, unterm Strich sozialschädlich zu handeln, lenkt das davon ab, dass das eigentliche Unrecht hier in der Untätigkeit der Gesetzgebung liegen könnte.